So, nun sprechen wir über die Größe von Mengen. Was solltest du dabei schon wissen? Du solltest dich schon ein bisschen mit den Mengenoperationen auskennen, insbesondere auch komplizierte Operationen, wie zum Beispiel die Potenzmenge, schon kennen aus dem letzten Video. Also, wie ist die Größe von Mengen definiert? Wir sagen, A ist kleiner als kleiner gleich B oder die Größe von A ist kleiner gleich die Größe von B. Genau dann, wenn es eine Injektion F von A nach B gibt. Was ist eine Injektion? Ich wiederhole das einfach nochmal. Also wir haben hier unsere Menge A und da ist unsere Menge B. Und wir haben irgendwie eine Abbildung F zwischen diesen beiden Mengen. Bei der Injektion ist jetzt der Fall, dass für jedes B hier vorne, was getroffen wird, es auch nur ein A gibt, was dahin abgebildet wird. Also zum Beispiel kann es nicht passieren, dass wir hier ein zweites Element haben, was auf das gleiche Element aus B abgebildet wird. Das wäre dann keine Injektion mehr. Wir sagen, dass zwei Mengen gleich groß sind, also die Größe von A ist gleich der Größe von B, genau wenn es eine Bijektion F von A nach B gibt. Ich wiederhole auch nochmal, was eine Bijektion ist. Also wir haben unsere Mengen A und B. Und wir haben eine Abbildung, die für jedes Element aus A genau ein Element aus B findet, was, worauf es abgebildet wird. Auch jedes Element aus B wird getroffen. Also man definiert eigentlich, eine Bijektion ist eine injektive Surjektion. Oder wie gesagt, man kann sich das als 1:1 Korrespondenz vorstellen. Also für jedes Element aus A haben wir genau ein Element aus B und andersrum auch für jedes Element aus B haben wir genau ein Element aus A, was diese Abbildung F aufeinander abbildet. Jetzt kann man sich fragen, okay, wieso ist die Gleichheit hier so komisch definiert? Ich schreibe einfach sozusagen, man kann beweisen, man sollte sich merken, A ist gleich B in dieser Definition, auch genau dann, wenn A kleiner gleich B gilt und B kleiner gleich A gilt. Also wenn es Injektionen gibt von A nach B und eine Injektion von B nach A, dann gibt es auch eine Bijektion zwischen A und B. Das zu beweisen wäre jetzt ein bisschen lang für das Video, aber so schwierig ist es auch nicht. Also das kann man sich einfach mal anschauen, als Übungsaufgabe sich überlegen. Okay, schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Für endliche Mengen kann man die Größe relativ einfach bestimmen. Ich meine, man kann einfach zählen, wie viele Elemente die Menge hat. Man sieht dann zum Beispiel, wenn man die Menge mit der 1 und der 2 hat, dann ist die kleiner gleich als die Menge mit der 3, der 4 und der 5, weil die eine hat 2 Elemente, die andere hat 3 Elemente. Genauso ist auch die Menge 1, 2 kleiner gleich, sagen wir, die Menge mit der 3 und der 4, beide haben 2 Elemente, gilt auch noch kleiner gleich. Aber zum Beispiel die Menge mit der 1 ist nicht kleiner gleich die Menge der Menge mit der 1 und der 2, weil die eine hat ja nur ein Element und die andere hat 2 Elemente. Also für endliche Mengen passiert da nicht sonderlich viel. Für unendliche Mengen ist das Ganze schon spannender. Wenn wir uns anschauen, die Menge der natürlichen Zahlen, da kann man relativ leicht sehen, das ist kleiner gleich als die Menge der reellen Zahlen. Ja, wir schauen uns einfach die Abbildung f an von den natürlichen Zahlen in die reellen Zahlen, die einfach jedes x auf sich selbst abbildet, also die Identität. Das ist eine Injektion und die zeigt, dass die Menge der natürlichen Zahlen kleiner gleich der Menge der reellen Zahlen ist. Ein bisschen spannender ist es zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Menge der ganzen Zahlen anschaut, also die Menge z. Ja, da ist es jetzt so, dass die Menge der natürlichen Zahlen genauso groß ist wie die Menge z. Ich schreibe es einfach nochmal hin, dass man es ein bisschen besser lesen kann. Warum ist das so? Ich male die Mengen mal auf. Also die natürlichen Zahlen schreibt man ja ganz gerne mit so einem Zahlenstrahl 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Die Menge z genauso, nur dass der Zahlenstrahl hier in beide Richtungen geht. Also wir haben hier die 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und auf der anderen Seite ist dann minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 und so weiter. Jetzt wollen wir eine Bijektion zwischen diesen beiden Mengen finden. Wie macht man das? Du kannst ja gerne mal das Video auf Pause stellen und kurz überlegen. Ich löse es mal auf. Also wir schicken die 0 erstmal auf die 0. Jetzt sagen wir mal, okay, die 1 geht auf die 1, aber wir schicken jetzt nicht die 2 auf die 2, weil wenn wir das immer so weitermachen, dann vergessen wir die ganzen negativen Zahlen. Die werden ja nie getroffen. Sondern die 2 schicken wir jetzt auf die minus 1. Und dann schicken wir die 3 wieder auf die 2, die 4 geht auf die minus 2 und so weiter. Also wir schicken die geraden Zahlen einfach auf die negativen Zahlen und die ungeraden Zahlen schicken wir auf die positiven Zahlen.
Das soll unsere Bijektion f werden. Ich schreibe es einfach nochmal in Formeln auf. Also f von 0 ist 0. Die 0 wird auf sich selbst abgebildet. Wenn wir eine gerade Zahl haben, ich schreibe die mal einfach als 2n. Ja, jede gerade Zahl kann man so hinschreiben. Zum Beispiel 2 ist 2 mal 1. Die schicken wir auf die minus 1. Also die wird abgebildet auf minus n. Wenn wir jetzt eine ungerade Zahl haben, zum Beispiel die 1, die kann ich auch schreiben als 2n minus 1. Dann ist die 1 ist das Ganze für n gleich 1. Das ist 2 minus 1 ist 1. Die will ich jetzt auf die 1 schicken. Das heißt im Allgemeinen einfach auf das n. Ich rechne es einfach nochmal hier vorne durch, zum Beispiel für die 3. Die 3 können wir schreiben als 2 mal 2 minus 1. Und die schicken wir genau auf die 2. Also diese Funktion f hier vorne rechts, die macht genau das, was ich hier in diesem Bild auch hingemalt habe. Okay, was passiert jetzt, wenn man sich größere Mengen anschaut? Wie groß ist die Potenzmenge der natürlichen Zahlen? Okay, konkreter kann man genauso gut fragen, gibt es eine Menge a, die von der Größe genau dazwischen liegt? Also die echt kleiner ist als die Menge der natürlichen Zahlen und echt klein, echt größer als die Menge der natürlichen Zahlen, Entschuldigung, und echt kleiner als die Potenzmenge der natürlichen Zahlen. Naja, so klassische Beispiele, die man sich anschaut, wäre zum Beispiel die Menge z oder die Menge q oder auch die Menge r. Nun ist es aber so, dass die alle nicht in Frage kommen. Also die Menge z, haben wir gerade schon gezeigt, die ist genauso groß wie die Menge der natürlichen Zahlen. Genauso gut kann man zeigen, dass die Menge q, also die Menge der Brüche, genauso groß ist wie die Menge der natürlichen Zahlen. Das ist eine ganz nette Übungsaufgabe, ich schreibe euch das einfach mal hier vorne dabei. Also das hier vorne ist eine schöne Übungsaufgabe zum Knobeln. Ja? Also findet eine Bijektion zwischen diesen beiden Mengen. Ein bisschen schwieriger zu zeigen, aber auch als Übung machbar, ist, dass das hier vorne gilt. Also die Menge der reellen Zahlen ist gleich groß wie die Potenzmenge der natürlichen Zahlen. Okay, jetzt sind aber alle unsere Mengen, die wir so kennen, schon raus aus dem Rennen. Also was könnte diese Menge A sein? Gibt es so eine Menge überhaupt? Die Lösung ist was einem in der Logik häufiger vorkommt. Die Lösung ist, die Frage kann gar nicht beantwortet werden. Man kann beweisen, dass es eine solche Menge A nicht geben kann. Und man kann auch nicht beweisen, also man kann das nicht beweisen, man kann auch nicht beweisen, dass es eine solche Menge gibt. Wir wissen es einfach nicht. Was meine ich damit mit Beweisen? Also ich meine jetzt Beweisen mit den Axiomen der Mengenlehre. Die lernen wir in den nächsten Videos noch kennen. Ich meine, das Ganze geht auch ein bisschen jetzt darüber hinaus, was ich eigentlich in diesen Videos erzählen wollte, weil man kann es quasi gar nicht erzählen, weil man diese Frage so relativ schnell bekommt. Also ich fasse nochmal einfach zusammen. Wir können nicht beantworten, ob es eine Menge A gibt, die echt zwischen der Menge der natürlichen Zahlen und der Menge der Potenzmenge der natürlichen Zahlen liegt, in ihrer Größe. Das Ganze nennt man Kontinuumshypothese. Die Frage ist schon sehr alt und inzwischen können wir sie zumindest in der Weise beantworten, dass wir sagen, es kann keine Antwort geben. Aber mehr dazu gibt es dann in der Mengenlehre-Vorlesung im Masterstudium. Also das führt weit über das hinaus, was wir hier eigentlich machen können. Okay, ich fasse einfach nochmal zusammen, was wir in diesem Video gemacht haben. Wir haben uns mit der Größe von Mengen beschäftigt. Im nächsten Video sprechen wir darüber, wie man mit Mengen etwas beweisen kann.